Wir sind in vielen Bereichen weit vorangekommen und haben unsere Ziele erreicht. Die Deutsche Bank ist nun sehr stabil aufgestellt und das ist die Grundlage für unser Wachstum. Das klarste Zeichen dafür, wir schreiben trotz viel Gegenwind wieder schwarze Zahlen, genauer gesagt den ersten Gewinn nach Steuern seit 2014. Sowohl bei den bereinigten Kosten als auch bei den Mitarbeiterzahlen haben wir besser abgeschnitten als erwartet. Wir werden 2019 die Kosten weiter senken und gleichzeitig gezielt in Wachstum investieren. Wir wollen kontrolliert wachsen. Mit unseren Kunden, für unsere Kunden und im Interesse unserer Mitarbeiter und Aktionäre.